Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Wir sind wieder on Tour, wollen ein bisschen die Nordsee bereisen. Und wir wollen mal schauen nach einem Platz, den haben wir euch schon mal vorgestellt. Nordsee Camping in Lee. Genau. Das konnte ich mir noch merken. Ja. Und da sind wir einmal mal gespannt. Und los geht's wann? Nach dem Intro. Wir sind auf der A2, haben gerade getankt für 1,549. Genau, also das V-Power natürlich getankt, ja, und nur den normalen Diesel bezahlt. Genau, 1,779 hätte V-Power gekostet und so haben wir für 1,54, damit haben wir voll getankt, damit wir natürlich bis Büsum kommen. Da wollen wir jetzt auch sage und schreibe 3 Nächte verbringen. Also wir werden nichts anderes euch zeigen außer Büsum. Obwohl, das stimmt nicht. Am Ende werden wir euch noch was anderes zeigen. Geht um Abwasser. Ja, was speziell ist. Also es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben, denn für die Leute, die einen Abwassertank unterhalb des Fahrzeuges haben, haben wir uns da eine kleine technische Raffinesse einfallen lassen. Also eigentlich hatte Jörn die Idee. Richtig, und ich habe sie dann umgesetzt. Genau, also in diesem Sinne liebe Grüße an Jörn und Marc. Liebe Grüße. Genau, also wahrscheinlich muss Marc das ausrichten. Ja. So wie ich das verstanden habe. Ja, und wie gesagt, wir fahren jetzt erstmal los. Wahrscheinlich werden wir uns während der Fahrt nicht wirklich melden. Vielleicht im Stau hinterm Elbtunnel, der auch heute noch zugemacht wird. Also wir müssen rechtzeitig vor 22 Uhr sowieso im Büsum sein, aber der Elbtunnel wird dieses Wochenende wieder zugemacht bis 5 Uhr 1. Mai. Genau, und aktuell ist schon Stau angesagt nach dem Elbtunnel, da haben wir auf jeden Fall eine rote Strecke. Ja, aber wir wollen ein bisschen mehr beschleunigen, acht mal nicht so auf den Spritverbrauch, jo, weil es ist einfach Strecke zu machen. Und weil Strecke zu machen ist, habe ich mir ein Eis geholt, weil ich habe mir das verdient, denn ich habe das Auto heute entsprechend alles fertig gemacht, war einkaufen, hatte nämlich heute frei. Ja, du warst sehr, sehr fleißig. Ja, du ja auch, du hast ja gearbeitet. Ja, ich habe für den Arbeitgeber gearbeitet, genau. Guti, dann würde ich sagen, melden wir uns entweder aus dem Stau oder... wenn es was Interessantes gibt. Oder wenn wir im Büsum sind. So, ja, oder wenn wir angekommen sind, genau. Oh baby, I love your madness, it's so incredibly beautiful. Ach ja. Angekommen erstmal. Genau, und der Wagen läuft noch. Genau. Weil den darf ich jetzt nicht ausstellen. Er ist in einer Zwangsregeneration, ne? Das zweite Mal, genau. Ja. Er macht seine Regeneration nicht mehr selbst, sondern er muss es zwangsläufig machen, als wenn das Fahrzeug nur Kurzstrecke fährt. Was soll ich euch sagen? Und das, obwohl wir gerade über 300 Kilometer gefahren sind. Bin auch nicht langsam gefahren, also von daher also 120, 130. Also das kann man sagen. Wir haben gerade richtig Gas gegeben. 130, 140, das Ding wurde getreten. Und trotzdem kommt sowas. Also, das hat aber nichts mit der Dieselpest zu tun. Also wir werden zu einem Fiat nochmal fahren. Kann es vielleicht der Partikelfilter sein, der Sensor oder dass der irgendwelche... Das wird der Sensor sein, so sagte die Werkstatt das auch. Problem ist, er muss es anzeigen. Das tut er nicht. Ja, den Motorfehler zeigt er nicht, aber dann können wir wenigstens das sagen, dass er zwangsgehalten ist. Genau. Die Nachbarn gucken natürlich auch schon, wir sind ja auf dem Campingplatz. Ja, Motor laufen lassen ist natürlich total toll. Aber wir dürfen ihn nicht ausmachen. Das ist das scheiß Problem, was wir gerade haben. Aber egal, wir wollen trotzdem unsere Reise gut laufen lassen. Mal schauen, was das noch so wird. Da steht das Essen auf genau, jeden Fall. Das mache ich jetzt gleich warm und dann wird der Motor auch irgendwann wieder aus sein, wenn diese Lampe weg ist. Ja, ich gehe davon aus, so lange kann es nicht mehr sein. Guti, dann melden wir uns, wenn wir essen werden. Zwangsregeneration abgeschlossen. Falls ihr euch fragt, wie lange sowas dauert und wie lange man hier den Nachbarn auf den Sack geht, so circa 12 Minuten. Bis 15 Minuten. Ja, genau. Es kann halt auch manchmal ein bisschen länger dauern, aber bei uns waren es jetzt so 13 oder sowas ungefähr. Naja,
Ich würde sagen, es waren 15, weil genau. Wir haben vor 19 Uhr angefangen und zwar 13 Uhr, deshalb so zwischen 12 bis 15 Minuten. Da können wir uns bei, vielleicht können wir uns darauf einigen? Ja, perfekt. Sehr gut, wir haben uns darauf geeinigt. Eins auch noch dazu, die Bedienungsanleitung sagt dazu, das ist normal, das ist kein Grund in die Werkstatt zu fahren, so steht es bei Fiat in der Bedienungsanleitung drin. Kommt öfter vor bei Kurzstrecke, komisch, der Wagen fährt nur keine Kurzstrecke, aber okay. Das ist das einzig Komische, aber unser Wagen geht auch in die Werkstatt. Das lassen wir natürlich nicht so genau, stehen. Das lassen wir auf jeden Fall prüfen, ob da nicht ein Sensor einfach kaputt ist. Das kann ja sein. Genau. Gegebenenfalls das eine oder andere muss man auch noch schauen. Weil Fehlermeldung an sich ging natürlich nicht an. Nee, genau. Und tatsächlich gibt es natürlich noch ein paar alte Sensoren. Das wird einer der alten Sensoren leider sein. Ja, manchmal ist das einfach so, steckst du nicht im Detail. Es ist halt nur nervig, weil, wie gesagt, du fährst über 300 Kilometer, wo du sagst, Mensch, mach doch da. Nee, mach da nicht, weil das hat er mir erklärt, aber das ist so viel technisch. Ist egal, spielt keine Rolle. Machen wir jetzt ein schöneres Thema, nämlich unsere Reise. So. Genau, das soll es sein. Wir wollen ja nicht Nein. so sowas haben. Nein, auf jeden Fall können wir sagen, ganz liebe Grüße gehen an Sven und Familie. Die haben einen schwarzen Malibu. Genau, den haben wir nämlich überholt, weil wir nämlich etwas schneller gefahren sind. Genau, sie wollten hinterherkommen, aber du warst dann doch zu schnell. Genau. Weil wir wollten einfach Dings sein. Man muss sich vorstellen, wir sind kurz nach 14 Uhr losgefahren bei Hannover und haben 4,5 Stunden hier gebraucht. Es ist wieder so unfassbar. Also Hamburg ist ein Nadelöhr. Es macht jetzt wieder keinen Spaß. Da wünschte ich mir ja fast Corona wieder, aber das ist auch nicht toll. Genau. Regen ist auch da. Morgen soll es schöner werden. Morgen werden wir euch auf jeden Fall eine Menge zeigen hier. Dann nehmen wir euch wieder mit nach Büsum und so weiter und werden ja auch noch Besuch bekommen. Mindestens ein Besuch. Vielleicht kann es sogar noch sein, dass jemand zweites noch dazukommt. Ja, spontan mal gucken. Genau, das werden wir mal sehen. Jetzt wollen wir aber anstoßen genau. auf ein schönes, verlängertes Wochenende. Genau, hier oben an der Küste. Und dann würde ich sagen, Mahlzeit. Ja, in der Zeit, wo wir was essen, macht ihr was anderes. Macht ihr jetzt auch was anderes. Aber genau. Nicht so lange, weil wir sind gleich wieder da, wobei dann ist morgen. Ich wollte gerade sagen, morgen früh geht's weiter. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben es kurz vor 8 und ja, ich wurde jetzt losgeschickt, Brötchen zu holen. Das gibt es nämlich hier wunderbar am Platze. Wenn mich alles täuscht, ab 7.30 Uhr. Auf jeden Fall sollten sie jetzt schon aufhaben. Sehr, sehr ruhig. Hat sehr lange noch geregnet, aber jetzt ist trocken. Sonne soll rauskommen. Ist auch noch ein bisschen bewölkt, aber so gegen 9, 10 sollte es dann schöner werden. Ja, und dann erwarten wir heute noch Besuch. Wird bestimmt lustig. Und jetzt gehen wir erstmal zum Brötchen holen. Guten Morgen. So, und schon sitzen wir am Frühstückstisch. Der Marcel, der hat ja schon guten Morgen gesagt. Genau, ich habe ja Brötchen geholt. Genau. Ab 7.45 Uhr. Gibt es hier Brötchen? Genau. Ah, okay. Mhm. Und alles, was man dazu haben, kleines Lädchen, wie gesagt, ganz schön und schnuckelig. Wollte sagen, war beim letzten Mal schon ganz schön, dass wir sowas hier haben. Ja. Wir lassen uns das jetzt erstmal gut gehen, ne, würde ich sagen. Auf jeden Fall, es ist ja gerade mal 12 nach 8, es ist ja noch völlig ruhig. Genau. Auch der Platz ist noch nicht wirklich im Wallung. Der eine oder andere kommt aus dem Bettchen gekrochen. Und schon interessant, was so für kleine Camper-Dinger hier gibt, wo ich mir denke, Mensch, da kann ich noch nicht mal drin schlafen. Aber es ist schon genial, was man so alles so auf so einem Campingplatz natürlich sieht. Mhm, genau. Aber jetzt Frühstück. Mahlzeit. You shine like gold, so selfless to all. And wild like an animal. Some would say I'm insane in the right in a way. But I just love to play in your fun and your games. Always hungry for more, that's just how I was born. Take me somewhere I don't know. And give me your freedom. So, es ist hell. Genau. Ich habe meine Sonnenbrille irgendwo vergessen. Keine Ahnung, wo ich es irgendwo im Auto. Drin Pech gehabt. Tja, so macht man das. Sonnenbrille, nicht Sonnenbrille.
Ja, wir haben es auf jeden Fall sehr schön jetzt. Wir haben unser Auto nochmal gedreht. Genau, und zwar damit wir, heißt das jetzt dann auch in Lee, weil wir uns in den Windschatten, genau, richtig. So heißt das. Wir haben ja hier ein bisschen was gelernt. Ja, es gibt ja noch ein zweites Video über diesen Stellplatz. Werden wir hier drehen, so ein kurzes Video, damit ihr Bescheid wisst. Wir müssen nur dann schauen, wie das alles abläuft. Dann sind unsere liebe Freundin aufgetaucht. Genau, die haben sich da auch gerade schon bekichert. Genau, unfassbar. Weiß ja. Nicht wieso. Wir werden gleich mal einmal unseren Platz hier mal zeigen, dass er das mal genau. Sieht. Genau. Wir müssen nämlich aufpassen. Noch sind sie kamerascheu. Ja, das wird respektiert, auf jeden wir Fall. Wir haben gehört, ab dem 10. April Spritz. Wo habe ich gar nicht dabei. Ja, dann musst du noch mal einkaufen. Wann hast du einen Roller dabei? Ja, das ist richtig. Das vielleicht hat das Lädchen da ja. Naja, mal gucken. Die haben auf jeden Fall gute Weine und Schnaps haben sie. Ja, das auf jeden Fall. So, jetzt musst du die Kamera ausmachen, weil du musst dich um mein Wasser kümmern, damit ich Tee kriege. Ja, genau, das machen wir. Und ja, dann schauen wir mal, was der Tag hier noch so bringt bei diesem herrlichen Sonnenschein. So, da hocken wir. Schon wieder. Schon wieder, ja. Obwohl, ich überlege gerade, wo haben wir denn die letzte Aufnahme gemacht? Da standen wir. Wir haben uns jetzt hingesetzt. Ja, genau. Wir haben uns in den Windschatten gesetzt, weil vielleicht, wenn ich euch jetzt nach oben zeige, da seid ihr nämlich voll im Wind. Das hören die aber doch gar nicht. Nee, ich weiß, weil ich mich nicht mit aufstelle. Ja, dann stelle ich doch mal mit auf. Ja, soll ich mich aufstellen? In dem Moment kommt kein Wind, ne? Ja, so richtig perfekt war der Wind jetzt nicht da, aber naja, gut, okay. Du bist so vorne ein bisschen nur verarscht. Ich weiß. Und in die andere Richtung? Ist nicht mal Wasser. Nee, noch mal verarscht. Das Wasser ist jetzt weg. Aber da hinten haben Kitesurfer ihren Spaß. Das könnt ihr wahrscheinlich nicht so richtig sehen. Du kannst ja mal ein Foto einblenden. Genau, könnte ich machen. Und zur linken Seite haben wir das Hochhaus, was man noch so ein bisschen sehen kann. Weiß ich auch nicht so. Auf jeden Fall Rapsfelder hier. Du siehst nur Raps da hinten. Ich sehe sehr viele Wohnwagen. Ja, hier ist der zweite Campingplatz nämlich. Empfehlen wir euch aber nicht. Nehmt den lieber... Genau, in Lee. Genau, nämlich im Windschatten. Genau. So, und da ist wirklich Windschatten, weil hier ist es nämlich viel windiger. Ja, und dann ist da anscheinend eine Bohrinsel, seitdem, wann auch immer. Und was das ist, wissen wir auch nicht. Es sieht zumindest so aus, wir vermuten wenn, das. Genau, wenn ihr wisst, was das ist, runter in die Kommentare, wir sind gespannt. Jo. So, dann wollen wir heute noch grillen. Da muss ich noch ein bisschen was schnippeln, das mache ich auch gleich, wenn wir wieder zurück sind. Ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt hier anfängst zu schnippeln, dann gibt es nur Gras und Löwenzahn. Ich habe aber gehört, dass das so zu machen ist, es gibt Abnehmer dafür. Für das Gras? Für den Löwenzahn. Ach, für den Löwenzahn. Naja, gut. Hin oder her. Du kannst da noch mal ein bisschen hinfilmen, da sind auch die Schafe und da hinten ist auch der Platz. Und dann machst du Fotos und dann machst du die Kamera raus, damit ich in Ruhe weitersitze. So machen wir das. Wir sind wieder zurück an den Wohnmobilen. Ja, du winkel, du kannst nicht mehr reden. Und weil wir wieder so viel zum Essen haben, ist da irgendwo ein Grill. Und Gott sei Dank gibt es da noch einen Grill. Das heißt, es wird hier auf jeden Fall extrem viel gegrillt. Wir überlegen noch, ob wir den Stellplatz, der ungefähr 300 Leute hier auf dem Platz hat, ob wir die alle einladen, weil gefühlt schon wieder so viel Essen da ist. Genug hätten wir. Ja, und ja, was können wir noch so sagen? Ich laufe mal so rum. Ja, mal gucken. Tierchen, ja, da haben wir die Kühe. Die lassen wir heute in Ruhe. Also die werden nicht gegrillt, weil so viel Platz haben wir nicht auf dem Grill. Ja, und sonst richtig schön, ein bisschen windig, muss man leider sagen. Aber naja, gibt Schlimmeres. Und das Schlimme ist, ich habe jetzt hier meine Sonnenbrille auf. Ich sehe schon wieder aus wie ein Waschbär. Ist unfassbar. Kaum ist die Sonne da, sieht man aus wie, naja, wie Hulle, ne? So, wir essen jetzt auf jeden Fall und dann machen wir noch einen Spielabend wahrscheinlich. Und dann geht es morgen früh hier weiter. In diesem Sinne, guten Hunger. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Wir haben es, glaube ich, um 9, ne? Ich glaube ja. Hier kommen nämlich lauter Bings rein, das heißt 9 Uhr, genau. Hinter uns die Kühe, Sonne genau. Ist auch da.
die Milchproduktion und wir haben gerade so einen kompletten Durchgang mal gesehen, was alles dann nämlich rausgeht, was nicht in die Milch landet. Ja. Das landet nämlich dann hier in brauner Masse auf der Wiese. Manche haben das dann im Glas zum auf dem Brot schmieren. Na toll. Gut. Aber wir wollen jetzt frühstücken, das ist genau das Stichwort. Genau, ich weiß ja nicht, ob du mal so ein mal dahin gehst, damit du einen Schwenk über den großen Tisch hast. Ja, das kann ich machen. Wie ihr seht, haben wir es uns, glaube ich, gemütlich gemacht. Na, noch nicht. Aber ich kann mich hinsetzen, habe ich mir gemütlich gemacht. Ja, ja, genau. Auf jeden Fall gibt es hier eine Menge leckere Sachen und das werden wir jetzt genießen. In diesem Sinne, guten Hunger und wir melden uns dann, wenn wir auf Rollertour gehen. You were the type that eclipsed the room. I was the one who arrived too soon. But no one would ever bet against us. If they saw us exchanging glances, I was too busy to fall in love. You were too busy to break my heart. Nobody else was there to stop us. Nobody else was there to warn us. Now we go on and on with this poor love song we've been working on. Angekommen in Büsum. Genau. Nachdem vorhin unsere Aufnahme leider unterbrochen wurde, weil unsere Batterie leer war. Hey. Tja. Ja, also von der Aufnahme, nicht von uns. Meine Batterie war nicht leer. Ja, von dem Mikrofonempfänger. Von, genau, dieses faule Schwein. Naja, ist egal. Deswegen, hinter uns ist das Badeland da, wollte ich sagen, von Büsum. Jo. Vor uns ist der Familientag. Ich zeige euch das mal. Gut, und noch eine Rollerfahrerin, aber so ist das halt. Ja. Irgendwas ist ja immer. Genau. Wir haben auf jeden Fall rausgefunden, für die, die noch nicht kommentiert haben, was das Ding ist, was wir euch da gezeigt haben, gestern. Ja. Das ist eine Insel, da wird gebohrt. Genau, aber nicht in der Nase. Nee, bei dem ist nämlich ein Zahnarzt. Ein Zahnarzt? Ja. Ach, da werden die Kronen rausgehauen. Ja, genau. Ah, gucke mal. Und das läuft dann richtig viel. Hier wird schon wieder gelacht nebenan. Das sind alternative Fakten. Genau. Nee, wir werden das schöne Wetter hier genießen. Wir haben gerade ein leckeres Eis gegessen. Ja. Können wir euch auf jeden Fall empfehlen, den Italiener hier. Ich weiß jetzt zwar nicht mehr, wie er heißt, aber... Nur, dass es hier 4-5 Italiener gibt. Den einen Italiener, den empfehlen wir euch. Also, da war ein leckeres Spaghetti-Eis, wirklich gut. Und ich denke, wir werden uns wahrscheinlich auch gleich wieder auf den Weg zurück machen. Genau, damit wir noch richtig relaxten auf unseren Stuhl machen können. Das ist ein guter Plan. Und in der Zeit seht ihr ein paar Impressionen aus Büsum. Now we go on and on with this poor love song we've been working on far too long, baby. Do you still remember when our hearts tuned up spontaneously? On and on like a marathon, we keep running from fighting for something. Something to remind us that we're better than this poor watching the TV screen. Now we're just betting on broken dreams. Nobody's gonna come and save us. We cash in too many empty favors, yeah. Now we go on and on with this poor love song we've been working on far too long, baby. Something to remind us that we're better than this poor love song.
Nachdem wir angekommen sind, haben wir eine schöne Tasse Kaffee getrunken und einen Tee. Du? Genau. Und haben wir noch schön geklönt, schön draußen gesessen. Also wirklich, wir relaxen an diesem Wochenende en masse. Ja, muss ja auch mal sein, ne? Und das absolut Geniale hier im Nordsee-Camping in Lee ist die absolute Ruhe, Stille. Also super. Hier kommt man wirklich runter. Und das ist das, was wir genießen. Und natürlich noch besser, natürlich dadurch, dass wir ja nicht alleine sind. Ne? Wir sind ja zu viert, also oder mit zwei Vans, mit der lieben Andrea und der lieben Britta, haben wir wirklich eine absoluten... Ja, ist super, ne? Wir lachen ja sehr viel. Das ist super witzig, echt. Das ist so eine lustige Truppe zusammen. Echt. Zumindest habe ich das Gefühl, ich sage ein paar Sachen und anderen wird drüber gelacht. Ich weiß gar nicht, wieso. So ist das. Aber scheinbar scheinlich ein kleiner... Spaßvogel zu sein. Genau. Gar nicht. So, jetzt laufen wir mal hier zum Platzwart, weil den haben wir das letzte Mal ja auch uns unterhalten. Genau, die beiden. Also die eine, die ist noch in der Rezeption immer mit im Gange und der andere ist dann hier für auch Strom und so weiter und das WLAN und so weiter. Genau, gucken wir mal, ob sie da sind, ob wir Hallöchen sagen können. Das gehört sich ja. Und dann werden wir auf jeden Fall nachher wieder grillen. Der Willen zum Grillen. Genau, irgendwie war noch ein Auflauf in der Rede, aber ich glaube, das wird eher nicht passieren. Mal gucken. Juti, dann würde ich sagen, zeigen wir nachher wieder was anderes. Straight cruising, headed. Bruising, watching out for number one. You gotta slow down, look around you, son. Today is just today and not tomorrow. Where you're going, you can rest your. So, der Dicke hat jetzt Hunger. Jetzt fangen wir an zu essen. Qualmt auch. Steht im Grill, im Rauch. Am Grill, so. Die Wurst geht schon ab. Meine Kartoffeln sind fertig. Also Marcel, Kamera aus, Mahlzeit. Soll ich noch was sagen? Weiß ich nicht. Ein Wein gibt's natürlich auch noch dazu. Und ein bisschen Salat. Und was gibt's für dich noch? Weiß ich nicht. Nichts Gesundes heute. Ist halt so. Wolltest du auch noch was sagen, Marcel? Nein? Na dann, Kamera aus. Muss ja keiner sehen, dass ich ein Waschbär bin. Das sehen die noch früher noch hier. So, der Lava-Kopf hat ja gerade das gibt zu grillen. Ich kriege natürlich mal wunderbar Pizzabrötchen und ich kriege auch Brötchen. Ja, also ich werde auf jeden Fall nicht verhungern und Gott sei Dank kein Salat. Salat ist eher und ich merke, ach, jetzt ist die Sonne, so bin ich besser angeschienen. So ist das natürlich perfekt. So, in diesem Sinne, gute Hunger und morgen dann den Abschluss, gibt es ein Fazit, wie wir dieses wunderbare Wochenende so gefunden haben.
In 500 Meter links abbiegen auf Nordgrovener Weg. Ihr habt das Navi gehört. Wir verabschieden uns aus Büsum vom Nordsee-Camping in Lee. Aber Markus, war wieder eine super Zeit hier auf dem Stellplatz. Also es hat uns, also wir sind richtig runtergekommen. Haben ein bisschen was jetzt für die nächsten Tage im Gesicht? Ja, etwas rötliches. Ja, da waren wir wieder so dusselig. Also das ist eigenes Leid, das ist kein Mimimi. Wir wussten, wir waren zu faul, einfach zu früh zu machen. Wir haben uns zwar dann eingecremt, aber da war es leider wieder zu spät. Jetzt werden wir ein paar Tage was davon haben. Also ein paar Erinnerungen werden wir einfach haben an diese links abbiegen auf schöne Nordgrovener Weg. Zeit hier in Büsum. Ja, in Lädchen lecker Brötchen jeden Tag gehabt. Also da kriegt man auch alles, was man braucht. In 3, ja, da hast du eben noch schnell noch links abbiegen. Gestern nochmal Ketchup gekauft. Genau, Ketchup nochmal gekauft und so. Deswegen, also mal eben schnell, die haben echt schon eine ganze Menge auch. Eine Riesenauswahl. Kann man Campingzubehör, also echt nicht meckern. Wir fahren jetzt aber noch nicht nach Hause, weil es ist da kein Bock, ist ja Stress pur jetzt gerade. Genau. Wir wollen Richtung Mehldorf, glaube heißt das. Da gibt es einen Stellplatz, kostet 5 Euro, wenn man tags, über Nacht kostet es mehr. Haben wir nochmal einen perfekten Blick eigentlich auf die Nordsee. Ja. Ja, mal schauen, ob das was wird. Oh ja, und dann melden wir uns wieder. Baby, do you still remember when our hearts tuned up spontaneously? Ja, wir sind ja in Brunsbüttel angekommen, auf einem offiziellen Parkplatz, wo man tagsüber stehen darf. Ja. Mit einem geilen Blick auf die Elbe natürlich. Die großen und kleinen Pöttel, ne? Ja. Die kleinen fahren in den in den Nord-Ostsee-Kanal. Und die großen, naja, die fahren weiter nach Hamburg. Genau, so sieht's aus. Und wir werden euch zum Ende, also gleich am Ende, auf jeden Fall alle Szenen, die wir hier gemacht haben, zusammenschneiden, genau. Und das ist dann der Abschied. Mhm. Ja, wir sind ja dann nach Mehldorf gefahren. Mehldorf war nicht so toll, weil... Ja, da war es ein bisschen mückenlastig, ne? Genau, weil das stilles Gewässer ist, da wollten wir uns nicht hinstellen. Und ja, und zwischen Mehldorf und hier ist er dann wieder angegangen. Ja, ich bin jetzt ganz froh, dass die Motorkontrollleuchte an ist, sage ich gleich vorweg. Denn so kann wenigstens Fiat auch sehen, was da Sache ist. Und genau, da wäre wir dann. Hoffe, dass die uns da, dass die das dann machen. Genau, so rufen wir mal der Werkstatt an. Also bei Fiat erstmal, weil genau. Wir gucken wollen, natürlich, weil es eigentlich nach uns Garantiefall ist, ja. Sollten die natürlich jetzt monatelang nicht zur Potte kommen, dann werden wir uns was anderes überlegen, weil wir wollen in 10 Tagen schon wieder los. Jo, wir schauen aber mal. Viel Zeit ist da nicht. Ja. Dann würde ich sagen, werden wir uns langsam auf den Weg machen. Genau. Vielleicht halten wir nochmal an, das habe ich dir jetzt noch nicht gesagt, aber vielleicht, weil wir nochmal entsorgen wollten, das nochmal austesten wollten, da haben wir vielleicht nochmal eine Szene. Kann sein, dass es noch nicht das Ende war. Das ist dann sogar sehr spannend, da solltet ihr dann mal zugucken. Genau, das kann nämlich sein, dass wir da noch was planen und vielleicht, weil da kann man auch grillen, hier könnte man jetzt nicht grillen. Ja. Oder Pfanne, wir wissen noch nicht so ganz, wie wir es machen, auf jeden Fall. So, jetzt... Theoretisch es von hier gewesen sein, sollten wir nochmal anhalten, das seht ihr ja, dann gibt es nochmal einen weiteren Kapitel. Ne? Richtig. Würde ich sagen, bleibt gesund, bleibt uns gewogen und dann sehen wir uns schon bald wieder bei einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.
wild man, sleeping like a child, so luminous and vibrant, I'm always in bloom for you, always in times I've stranded, a castaway on unknown shores, of those stranger in this content, I'm always in bloom for you, always in Na prima. Und schon wieder haben wir hier das Problem für die Ver- und Entsorgung. Wir können also nicht richtig entsorgen. Ich könnte natürlich das einfach irgendwo hier frei ablassen. Aber das wollen wir ja nicht. Wir haben nur einen Seitenauslass. Haben wir eine Idee, Marcel? Jo, haben wir. Also, fahren wir mal dahin und dann zeige ich euch das. So, die coole Idee dabei. Jetzt fragt ihr euch, was habe ich mit dem Abwasserrohr sozusagen vor? Ich stopfe das einfach von unten ran und schon habe ich das Problem nicht mehr, dass ich an der Seite nicht mehr auslassen kann. Das Ganze ist hier schön mit einem Gummi sozusagen dran. Da komme ich unter das Auto. Da ist er. Einmal drauf geploppt und mit dem Haken hänge ich es einfach ein. So, und jetzt kann ich genau ausrichten, fahren, und das zeige ich euch mit Spiegel. Wie ich jetzt sehen kann, das könnt ihr gerade nicht sehen. Ich muss jetzt erstmal ein Stück darüber zu Marcel. So. Und dann fahre ich wieder ein Stück vor. Und ich sehe genau den Auslass, wo ich drüber bin. Und gut, perfekt. So, nun können wir ablassen, kein Problem mehr. Ablassen ist klar, Hahn auf. Und was passiert? Alles läuft schön da raus, durch das Rohr, an die Seite weg. Und ich habe kein Problem mehr hier zu entsorgen. Kriege ich jetzt also auch hin mit einem Unterflurtank. Also das heißt, wenn du nur die Möglichkeiten hast, das unterhalb abzulassen, dann ist es natürlich für die Leute doof, die keinen, wo man drüber fahren kann, keinen Auslass haben. Aber so ist das gelöst bei uns. Jetzt gehen wir mal aus der Sonne raus. Ihr seid euch sicherlich jetzt neugierig, was hat das Ganze gekostet? Eigentlich gar nicht so viel, 7 Euro. So, wir haben ein Meter langes 40er DN40, glaube ich, heißt das Rohr. Vom Durchmesser her 1 Meter. Dann haben wir eine 90 Grad Bogen und noch einen 90 Grad Bogen, aber mit Übernahme, dass im Prinzip man was einstecken kann. Also da gibt es dann so eine Gummimuffe noch für. Die habe ich da im Prinzip eingeklebt mit Sikaflex, damit die natürlich dann nicht rausploppt, wenn man das wieder von unten im Prinzip wieder ablöst. Und dann war es das. Das Ding kann jetzt gespült werden. Das heißt, wenn das abgelaufen ist, dann wird das durchgespült und dann ist das auch sauber, dann stinkt das nicht. Alles gut und dann kommt das einfach in den Wagen rein. Der Haken genauso, der ist kurz gebogen und das kriegt jeder Laie hin, also das ist gar kein Problem. Und ist eine coole Sache, finde ich persönlich, weil wir endlich keine Probleme mehr haben, irgendwo zu entsorgen. Das klappt fast immer jetzt mittlerweile.